Und da sind wir wieder in der grausten Sepia-Nacht, die es da so gibt. Wieso kommen wir da nicht einfach rüber? Nein, ach Dreck. Hä, was? Haben wir uns jetzt nicht teleportiert? Ich bin gerade ein wenig verunsichert. Ich finde es gerade komisch, dass wir da nicht rüberkommen. Vielleicht ja so. Tatsächlich, so geht's. Wir wissen, da ist noch eine Wache am Patrouillieren. Da läuft eben auch ein Tallboy rum. Aber der kann uns gerade ein bisschen egal sein. Auch nur ein bisschen. Egal ist der uns. Da könnten wir auch rüber. Wäre gar kein Problem. Wir haben ja eine Maske und so weiter und so fort. Ja, wie machen wir das jetzt? Geschickt oder nicht geschickt? Das ist jetzt hier die Frage. Ich versuche es mal mit der Beherrschung. Einem Schlachterfisch. Dem ich mich auf so einen Balken teleportiert habe. Dann hier weitergereist bin. Und dann hier weitergereist bin. So, liebe Schlachterfische. Wir werden gleich mal da reinschwimmen. Ich weiß, dass ihr das mögt. Beherrschung. Machen wir mal. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Da seid ihr. So, haltet mal still. Mal eins davon trinken. Und... Na komm. Ich will jetzt ein Schlachterfisch sein. Wow. Atemlos durch die... Oh nein! Wegen mir musste ein Fisch sterben. Aber ich werde mir gleich mal diesen Eingang aufmachen. Weil ich dann nämlich auch hier rauskomme. Upsala. War schon richtig so. Ja, vielleicht war es doch keine so gute Idee, durch die Kanalisation zu kommen. Boah, ist das eklig. Was für eine Brühe, was für eine Brühe. Oh nein, da kommen wir einfach rein. In den Keller des Boll-Anwesens. Jetzt verpassen wir doch die ganz coolen, lustigen Dialoge. Ich meine, klar, ich bin jetzt extra hier reingegangen, damit wir uns hier ein bisschen erkundigen können. Quasi. Damit wir hier noch ein bisschen was sehen. Damit wir hier alles einsammeln, damit wir wissen, wie es ist, so ein Schlachterfisch zu sein. Und damit wir auch wissen, was mit ihm passiert, wenn wir ihn beherrscht haben. Das arme Ding stirbt. So. Jetzt versuchen wir es aber nochmal. Ach Quatsch. Schwimmen da jetzt wieder hin. Schwimmen mal ein bisschen schneller, Corvo. Es geht ja nicht, dass du hier immer nur die ganze Zeit vor dich hinkrepelst. So. Ganz easy kommen wir hier auch hin. Muss ich den ausschalten?
weiß ich gerade nicht, ob ich das muss oder nicht. Ich meine, ich habe eine Einladung. Ich kann da eigentlich ganz normal hingehen. Hoffe ich. Türsteher? Ich befolge nur meine Befehle. Ja, und? Darf ich jetzt rein oder nicht? Halte ich mich jetzt unauffällig? Also das ist extrem auffällig, wenn ich das so mache. Deswegen stecke ich das mal weg. Schau mir, das ist ein cooles Schienenauto und so. Ach, jetzt komme ich hier gar nicht mehr so rein. Aber ich habe doch eine Einladung. Die ist jetzt auch nichts wert, verstehe. Dann haben wir uns für den Keller entschlossen. Hallo, guten Tag, mein schöner Herr. Sie kennen mich aus Filmen wie Täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß, es wird uns nur in Schwierigkeiten bringen, aber mir ist das jetzt gerade ein bisschen egal. Ich versuche das natürlich immer so gut wie möglich zu machen. Aber wenn es manchmal eben nicht geht, geht es manchmal einfach nicht. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir werden den natürlich bewusst losieren. Sofern wir die Gelegenheit gleich dazu haben, der wird ja gleich sich wieder umdrehen und wieder dahin laufen. Und dann werden wir ihn in den Rücken schießen. Nein, er dreht sich nicht um und läuft dahin. Strange, wo sind eigentlich die Taubeuse? Die waren doch noch hier. Jetzt sind sie auf einmal weg. Na, umso besser. Dann werden wir uns jetzt einfach beeilen, dahin zu gehen. Ernsthaft, wir müssten doch. Boah, Alter. Ganz nice. Nein, nicht den Abfall einmal schließen und aufmachen. Und die Heilkräuter raus, verdammt nochmal. Uiuiuiuiuiui. Das war gerade knapp. Ja, fast gesehen. Okay, die. Bei denen kann ich quasi nichts machen. Der schleicht sich hoch. Folgen wir dem Mann mal. Weiß ja nicht, wo uns das hinführt. Oder wo er uns hinführt. Ich weiß nur, dass er da entlang geht. Wenn er da lang geht, gibt es da auch etwas. Und wir sehen es gerade, dass es da was gibt. Also werden wir einfach dahin gehen. So, mein Freundchen. Sorry für die Unannehmlichkeiten, aber
Manchmal muss man hart durchgreifen. Ich hoffe nur, dass seine Buddies jetzt nicht auch hochkommen. Ich hoffe, das fällt denen einfach mal nicht ein. Nö, die stehen da und schauen sich im Kreis um. Also die Weiner tun mir ja schon ein bisschen leid. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, damit die nicht mehr weinen. Aber leider ist dem nicht so. Erinnert mich übrigens gerade so an das an Tears, an das Pen and Paper von Hauke? Ja, Hauke. Von Rocket Beans TV. Vielleicht ein wenig Werbung zu machen gerade. Was haben wir denn? Flinker Schatten. Du kannst dich im Schleichmodus etwas schneller fortbewegen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das würde uns sonst ein wenig lange stören. Was hatten wir? Kanal des Nichts? Nein, das mit der Lunge brauchen wir nicht. Gute Lunge, weg damit. So, flinker Schatten. Wunderbar. So, wir sind bei 4. Wir brauchen noch 4 Stück. Und dann können wir uns da durchschleichen. Ich bin jetzt natürlich immer sonderlich aufgeweckt, was das angeht, was die Leute hier angeht. Also, die Whiner. Ich will ja nicht, dass die aus welchen Gründen auch immer mal kurz über uns stolpern. Deswegen immer schön ein Auge offen halten. So, wo sind wir jetzt hier? Ist das ein Sokolov-Ding oder? Ja, stimmt, das war so ein Sokolov-Ding. Wo sind. Hä? Wo bin ich denn? Ich habe gerade total meine Orientierung verloren. Wow. Ich dachte schon, ich falle gleich runter. Hier unten ist irgendeine Gasse, von der ich nicht mal weiß, wo sie ist. Ich habe einfach total meine Orientierung gerade verloren. So, nächstes Häuschen. Hier gibt es wenigstens was zu essen. Kabelwerkzeug. Kugeln, die wir nicht brauchen. Bettchen. Hier ist schon das Anwesen. Wenn wir erstmal drin sind, sind wir drin. Münze, Münze. Und Schlüssel zum Wachquartier. Ich weiß gerade gar nicht, wie wir hier laufen. Okay, hier ist also das Wachquartier. Ach, hier sind wir. Bringt mir quasi auch nicht sonderlich viel. Nicht sonderlich, aber bringt mir schon etwas. Ich kann nämlich hier hoch. Wow. Kette wollte ich gar nicht. So, was haben wir hier? Das brauchen wir auf jeden Fall. Gesundheitselixier. Und das ist keine Tür, wo ich durch kann, ne? Nee. Schade. Mehr ist hier, glaube ich, nicht, oder? Keine Tür zu öffnen. Hier ist eine Tür zu öffnen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir vorgehen soll. Ich habe doch eigentlich eine Einladung, habe ich ja eigentlich. Lassen wir das jetzt. Wir werden das jetzt einfach so machen, wie wir es vom Anfang an gemacht haben. Das ist quasi auch der einfachste Weg gewesen. Upsala. Ist runtergefallen. Wir hätten auch hier einfach hoch können übrigens. Und ich glaube, wir müssten jetzt hier sein, wo die Wache ist, genau. So, kommst du mal mit. Freundnase. Ich weiß nicht, wie laut das ist. Aber für dich wird's reichen. Na komm, ich will diesen Mülleimer zumachen. So. Okay.
muss gerade sagen, ich bin irritiert. Denn ich hätte jetzt hier eigentlich einen Tallboy erwartet, aber scheinbar sind die weg. Weil ich keine Ahnung, warum die jetzt weg sind. Normalerweise müssten sie hier rumlaufen. Wahrscheinlich, weil ich es schon quasi reingeschafft habe, dann sind die einfach verschwunden, damit mir dann die Flucht leichter ist. Ich weiß es nicht. Finde ich gut. So, aber wir sind ein Edelmann, der durch den Keller kommt. Und das werden wir auch tun. Allerdings, das tut mir schon fast leid, erst beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, sagte ich. Warum tut er sich immer so schwer, hier rauszukommen aus der Brühe? Danke. Ich hoffe, wir riechen nicht zu sehr nach Kanalisation, wenn wir da durchgehen. Naja. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Jim winkt euch gerade.